Ich will Kanzler werden. Ich will die Wahl gewinnen und will Kanzler werden. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Glauben Sie, dass Sie in den eigenen Reihen politische Feinde haben? Oh ja, jeder Politiker, der agiert, der handelt, der notwendigerweise dann Entscheidungen herbeiführt oder erzwingt, hat Gegner. Vielleicht ist Feinde nicht das richtige Wort, obwohl es auch in der Politik auch in den eigenen Reihen Feinde gibt. Ich habe sicher derer nicht unerheblicher Zahl. Welchen Sender sind Sie denn? Vom Norddeutschen. Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Herr Brandt, Sie sagten, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und hier steht die Elternschaft eines Landes gegen eine unsinnige Schuldpolitik auf. Und dann geben Sie für 400, 500.000 Einwohner und Stimmberechtigte, geben Sie dann 8, 9 Abstimmungsstellen, meine Damen und Herren. Wenn das keine Manipulation ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was Manipulation ist. Und angesichts solcher Vorkommnisse reden Sie von Demokratie, reden Sie von Angriffen auf Demokratie. Demokratie, verehrter Herr Conradi, ist für Sie, was der Sozialdemokratischen Partei dient und sonst gar nichts. Und wir haben zum Letzten eben von einem dritten Redner aus dem Lager der SPD eine erstaunliche theologische Umformulierung des Gewissensbegriffs erlebt. Meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen nicht übel genommen, wenn Sie hier ans Pult gegangen wären und hätten gesagt, ich war bei Willy Brandt eingeladen, das ist sein Geschäft als Parteivorsitzender, das ist in Ordnung, der hat mir die Gefahr für die Koalition vor Augen gestellt und zähneknirschend stimme ich zu. Das wäre eine Begründung eines Mannes gewesen. Aber hören Sie doch auf mit diesem läppischen Geschwätz von Gewissen, wenn Sie gleichzeitig sagen, es geht um den Machterhalt der Koalition. Entweder es gibt eine Gewissensscheidung, dann müssen Sie die Konsequenzen dieser Art ziehen. Und die dann zu so makabren Formulierungen führt, Ihre Freiheit ist nicht unsere. Ich antworte Ihnen gerne darauf, Ihre Republik ist nicht unsere. Und darüber werden wir uns auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, wer so wie Sie den politisch Andersdenkenden in seiner moralischen Grundlage angreift, der muss die Antwort bekommen, die allein versteht. Und ich billige jenen, die früher bei der NSDAP waren und beim Wiederaufbau mitgeholfen haben, einen beachtlichen Respekt zu, wenn sie dazugelernt haben, wenn sie bereit waren, umzulernen. Und es hat niemand das Recht. Es hat niemand das Recht, in diesem Zusammenhang die Liberalität der Bundesrepublik in Frage zu stehen. Und kommen Sie bitte von der SPD dann nicht und jammern über Stimmen im Ausland, über faschistoide Grundlagen der Bundesrepublik, wenn Sie im Deutschen Bundestag in dieser Form zu diesem Thema diskutieren. Was in diesem Zusammenhang mit dem Schießbefehl über unsere Partei oder über meine politischen Freunde gesagt wurde, von mir will ich schon gar nicht reden, ich habe mich daran gewöhnt, das hat mit innerem Frieden überhaupt nichts zu tun. Und wissen Sie, wer dem äußeren Frieden dienen will, und dies ist ja ein Stück auch äußeres Friedens, der muss den inneren Frieden unseres Landes dienen. Und wenn der Kollege Schmidt von morgens bis abends in gröblichster Weise seine Pflicht verletzt, gegenüber dem inneren Frieden, dann ist doch das unausbleiblich. Was soll denn das, was wir eben zu diesen Punkten gehört haben aus seinem Munde? Er sagt, ich sei doch drüben in der DDR gewesen, ich habe mich nicht bedankt. Warum muss ich mich bedanken, wenn ich ein Recht als Bürger wahrnehme, Herr Kollege Schmidt? Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Was denken Sie sich eigentlich, solche Formulierungen? Ich denke, was ist das für eine unglaubliche Sache, wenn Sie hier sagen, Herr Kohl, Sie sollten jetzt mal vor allem weniger dazwischenreden, sondern das mal abwarten. Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie hier den Herrn Biedenkopf und mich fragen, wir hätten junge Leute nach Berlin geschickt mit Fackeln. Es ist ein Recht des Bürgers dieser Bundesrepublik, dass er nach Berlin fahren kann und dass er am Tag der Mauer demonstriert. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele unserer Bundesbürger nach Berlin fahren und die Berliner das Gefühl haben,
dass sie nicht abgehängt sind, sondern dass sie mitten im Leben unseres Volkes integriert sind. Ich bin ein ausgesprochener Zoofreund und eines meiner schönsten Erlebnisse auf diesem Gebiet war vor nicht allzu langer Zeit, als ich am Morgen im Berliner Zoo war mit einigen Mitarbeitern. Ich mache das sehr gerne am Morgen. Wir kamen aus dem Menschenaffenhaus heraus. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo. Und da begegnet mir eine alte Berliner Rentnerin, schaut mich an und sagt, sind Sie der Kohl? Dann sage ich ja. Und dann dürfen Sie so frei herumlaufen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Wäre ja damals bei den Massendemonstrationen auf deutschen Straßen in die Knie gegangen, wäre die deutsche Einheit so nicht möglich gewesen. Das ist für mich ganz sicher und steht außer jeder Frage. Aus dieser Entwicklung heraus gab es ja dann vor allem auch die neuen Abrüstungsgespräche zwischen Regenbogen und zwischen Gorbatschow, dass wir Vorkämpfer für Europa werden. Und es war auch klar, dass ein Europa nur etwas werden wird, wenn es ökonomisch und politisch vereint wird. Für die Bundesregierung wiederhole ich, die Präambel unseres Grundgesetzes steht nicht zur Disposition, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Sie will das vereinte Europa und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Das ist unser Ziel. Die Lösung des Problems liegt nicht darin, dass möglichst viele aus der DDR zu uns kommen, sondern dass unsere Landsleute in der DDR Lebensverhältnisse vorfinden, eine freiheitliche Ordnung, die sie ihnen die Chance gibt, in ihrer Heimat zu bleiben. Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Sag mal, das ist was. In dem Raum ist etwa was so. Gib mir mal deine Hand. Das können wir heute sagen, ja. Sehr gut. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Halle 91, Eierregen. Wie nie zuvor wird Kohl hier attackiert. Die Enttäuschung macht sich Luft. Ich habe unterschätzt, klar unterschätzt, wie tief die Teilung war. Anders ausgedrückt, ich habe die über 40 Jahre unterschätzt. Nie hat man den Kanzler so gesehen. Ich bin nie davon gelaufen. Wenn ich den gekriegt hätte, hätte er auch eine Tracht bezogen. Ich weiß, dass das heutzutage alles auch pädagogisch ganz falsch ist, aber mir ging es mir nicht um Pädagogik, sondern was ich mir gefallen lasse und was ich mir nicht gefallen lasse. Aber für mich war eine Sachfrage von entscheidender Bedeutung. Und das war die Einführung des Euro. Und ich mache gar keinen Hehl daraus, dass ich auch heute noch, obwohl ich dabei schwere Blessuren gekriegt habe, der Auffassung bin, übrigens gemeinsam mit den meisten Kollegen in Europa, dass ohne den Bundeskanzler Kohl in diesem Augenblick der Euro nicht gekommen wäre. Ich wünsche unserem deutschen Vaterland Glück und Gottes Segen. Das ist doch gar nicht unsere Frage. Es geht doch darum, dass Sie aus Gründen des nackten Machterhalts, und das gilt vor allem für Sie ganz persönlich, Herr Bundeskanzler, jetzt nicht das Richtige tun, weil Sie nicht den Mut gefunden haben, rechtzeitig mit allen Demokraten in diesem Lande ein offenes, verbindliches Gespräch zu führen und zur Gemeinsamkeit zu kommen. Wenn schon Menschen für die Allgemeinheit sterben mussten, da müssen auch notwendige Einschränkungen persönlicher Freiheiten geduldet werden, die im Interesse der Sicherheit aller Bürger erforderlich sind. Und er schreibt zum Schluss, der Bundeskanzler ist nunmehr in die Pflicht genommen. Wir haben dieses Angebot der Zusammenarbeit immer wieder gemacht. Sie haben es zurückgestoßen aus taktischen Erwägungen. Noch ist es nicht zu spät.
in Europa. Es ist höchste Zeit, dass wir Europa wahrnehmen. Wir brauchen dies wieder mehr, europäische Gemeinsinn und Gemeinschaftsgeist. Wir sind auch alle gefordert und vor allem muss man auch vielen Gründen sagen, jetzt ist die Politik gefordert. Ja. Also, das war's. Herr Dr. Kohl? Ja.